Halli, hallo, Hallöchen. Wir spielen wieder LS19. Und zwar auf dem PC auf der Karte Felsbrunn. Jawohl, Felsbrunn. Und heute geht's weiter. Wir spielen mit Seasons. Und es ist später Herbst. Ich habe hier einige Geräte aufgeladen. Die wollen wir verkaufen. Wir haben da auf dem Hof aufgeräumt gehabt das letzte Mal. Sieht eigentlich jetzt vorm Winter ganz gut aus. Gibt noch einiges zu erledigen, bevor der Schnee kommt, aber wir haben da gerade noch ein bisschen Zeit. So, wir starten da mal unseren. Unseren Träger. So. Dann machen wir mal da die Rampen noch hoch. Noch Spanngurte rum und dann fahren wir zum Händler. Ja, okay, die Spanngurte gehen jetzt halt nicht um die Geräte rum, aber egal. So. Genau, im nächsten Jahr soll da natürlich neues Equipment auch auf dem Hof. Effektiver, wir haben einiges an Lohnarbeit, was sich fest etabliert hat, was wir abarbeiten, wo wir auch effektives Gerät brauchen. Und ja, da haben wir jetzt mal hier ein bisschen sortiert, überlegt, was kann weg, was kann nicht weg. Und ja, fahren wir mal zum Händler, schauen, ob wir das verkaufen können. So, Hasenfoto ist auch schon da. Okay, er hat gesagt, wir können hier den Vorführer nehmen, der in der Halle steht. Ich glaube, da sitzt schon jemand drin. Und wie ist er so? Gut, okay, mit dem Vorführer wird's nichts. Den hat schon jemand besetzt. Auf jeden Fall, ja, dann müssen wir es halt selber machen. Koppeln wir mal ab. Schade, hätte ich jetzt doch gerne noch den Was ist das eigentlich für ein Teil gewesen? Den Vorführer da probiert. Ich glaube, wir hatten den schon mal getestet. Den Ursus, genau. Billiger Traktor, heißt aber nicht, damit er schlecht ist. So, wir sollten auch ein bisschen gucken, ob wir da auch auf die Rampe rauffahren können. So wird's denn erstmal nix. So, das sieht schon mal gut aus. So, Hasenfote macht da, glaube ich, seine vorgeschriebene Pause, sonst würde der eigentlich, ist der immer am Fahren. Aber auch da gibt es Gesetze. Oh, stopp. Oh nein, 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 nein. Eigentlich wollte ich es absenken. Macht er ja. So, wir haben die Ernte eingefahren. Wir haben alles soweit fertig. Wir haben genug Futter für den Winter, für die Kühe.
Wir haben ein bisschen Zeug noch, um die BGA zu füttern und und. Also es sieht eigentlich für den Winter jetzt nicht so schlecht aus. So, kann ich das hinten ran machen hier? Jawohl, das geht. So, irgendwie kann ich es nicht anheben. So, wir werden mal noch die Spanngurte lösen hier. Okay, wir verkaufen es eh, wir lassen es unten. So, einmal das. Jawohl. So, dann noch einmal das. Und dann haben wir es schon. Abgeladen und können wieder zum Hof. Da werden wir noch was in die BGA schmeißen. Gucken, was die Kühe machen. Und dann sieht es schon ganz gut aus für heute. Vielleicht gibt es pünktlich Feierabend. So, ist der Tieflader doch für was gut? So, genau, wir haben ja den Grubber hier noch zu stehen. Den müssen wir auch noch zurückbringen. Fällt mir gerade ein, das Riesenteil. Den Grubber brauchen wir auch nicht. Den wollen wir auch verkaufen. So. Stopp. So, aber ich glaube, der hat kein Licht, der Grubber. Wir machen mal hier Rundumleuchten an, der hat bloß Warntafeln. Oder Scheibenegge. Eigentlich ist es ja bloß eine Scheibenegge.
Spitze. Und heutzutage ist natürlich die Technik schon fortgeschritten, meine Güte. Und da gibt es heutzutage, gibt es da recht coole Grubber oder Feldbearbeitung. Und ja, der Fortschritt bleibt auch in der Landwirtschaft nicht stehen. Das Ding ist hier zu breit, um da irgendwo groß mit hinzufahren. So, wir haben das Rest noch gar nicht verkauft. So, gut. So, noch den Grubber verkaufen, jawohl, okay. So, dann sieht ja unser Kontostand schon wieder recht üppig aus. Ich sage immer, die anderen haben auch Bremsen. So, sieht auch schon ganz aufgeräumt aus. Wir haben nämlich hier noch so eine Scheibenegge, wo wir auch noch, sag ich mal, frisches Saatgut und so, also Gras oder ich glaube, das kann sogar auch ein bisschen düngen, bin mir aber nicht mehr sicher. Ja, sonst haben wir eigentlich, denke ich mal, jetzt alles im Griff. So, wie viele Anhängerzüge haben wir eigentlich? Aha, das ist ein 2. Alles klar. So. Boah, hab ich so zugenommen. Wir wollten ja noch gucken, damit wir hier ein bisschen noch die BGA anschmeißen können. So. Springt auf Anhieb an. So, mal gucken, ob wir noch was haben. Und zwar sollten wir da Zuckerrüben noch ein paar reinwerfen. Jawohl. Also irgendwie scheint die Anlage still zu stehen. Oder auch nicht. Läuft doch. Dann holen wir noch ein paar und ich will mal noch gucken, muss da noch mal in meinen
auf mein Tablet schauen, haben wir schon überall was gedüngt. Muss gepflügt werden. Aber das ist auch schon gedüngt. Es ist eigentlich schon überall was drauf. Da ist die erste Wachstumsstufe. Okay. So wie es aussieht, werde ich auch keine Gärreste mehr los. Sogar zwei Anzeigen. Ich glaube, wir holen noch eine Ladung. Aber ich werde das noch machen. Dann gibt es bald Feierabend und wir sehen uns dann in einer Sekunde wieder. Einfach am nächsten Tag. Also, bis gleich. Eine Sekunde später. So, wir sind beim Helmut und Hartmut oben auf der Alp und es ist später Herbst geworden. Es ist wirklich später Herbst geworden. Es ist noch schön. Wir haben noch ja warme 3 Grad. Hartmut hat sogar noch die Ärmel hochgekrempelt. So, und Helmut, der muss mal seine Tiere noch füttern, seine Schäfchen. So, der hat noch seinen Bruder hier ein bisschen Wasser gebracht für die Schweine. So, und jetzt geht's zurück zum Schafstall. Die Schafe haben auch Hunger. Noch könnten sie eigentlich frisches Gras. Das Gras ist noch so. Ja, man könnte es vielleicht noch schneiden. Einmal. Ja, wir können mal gucken, was sie für Bedürfnisse haben. Sauber gemacht müssen sie vielleicht auch werden. So, da hinten ist das Familienhaus. Da wohnt natürlich der Hartmut auch drin. Der hat bloß seinen Schweinestall auf der anderen Seite hier. Aber das scheint noch ein schöner Herbsttag zu werden. Das lädt noch ein zum Wandern. So, hat da keiner den Deckel zugemacht. Schweinerei. Okay, den Wender sollten wir auch noch wintersicher an die Seite stellen. Und hier würde sogar noch unser Trecker stehen mit dem Mähwerk. So, wie sieht's aus mit was Grünes? So, Wasser scheinen sie noch zu haben. Aber ich würde da noch einen Schnitt riskieren.
So, müssen wir dann einfach aufpassen, damit wir das Wasserfass vor dem Winter noch irgendwie leer bekommen. Nicht, damit uns hier alles einfriert oder so. Dafür haben wir es wenigstens richtig voll gemacht, damit wir es auch nicht leer bekommen. So, ich fahre gleich mal mit dem, oder der Helmut fährt mit dem Steyr gleich mal nach oben, wird mal den Ladewagen holen. Aber wenn wir schon hochfahren, könnten wir eigentlich gleich das Gerät hier noch mitnehmen. So, das stellen wir hier schön in die Mitte. Okay, da geht. So, den alten Ladewagen da noch anspannen. Ich glaube, der Schwader passt hier nicht rein in die Halle. Der muss wahrscheinlich draußen stehen. Und ein Kercher müssen wir uns auch noch der Helmut besorgen hier. Hier hinterm Haus ist noch ein bisschen Grünes und dann sieht es schlecht aus. So, mal gucken, ob der alte Fan noch anspringt. Tipptopp. So, dann sollten wir aber noch die Welle montieren, sonst funktioniert da nichts. So, eigentlich brauchen wir nicht so viel, aber
Ja, auch so kann man Straßenränder mähen. So, ich denke, das reicht. Perfekt. So, der sieht auch aus. So, scheint ein bisschen schwer zu sein, aber die Schafe werden sich freuen. So, da schreit der Steier hier. So, jetzt geht's aber bergab. Jetzt muss es ja laufen. Vollgas.
So, jetzt ist er wirklich an seine Grenzen. Da passiert nichts mehr. Einfach zu steil. So, runter geht natürlich wieder. Bergab ist er kaum zu bremsen, weil die Bremsen halt schlecht sind. Jawohl. Boah, der schreit sich die Seele aus dem Hals, wenn er eine hätte. Ja, ich muss auch sagen, so klein ist der Ladewagen auch nicht. Sind schon 10.000 Liter jetzt hier drin. Genau, und so viel Hunger haben sie auch gar nicht. So, aber ich würde sagen, das wäre es erstmal wieder von der Felsbrunn. Ich bedanke mich und ja, vielleicht haben wir das nächste Mal schon Schnee. Wir werden sehen. Ich sag danke, macht's gut, schönen Abend, bis denn dann. Ciao, ciao.